Willkommen im Paradies. Hallo zusammen. Fünf Freunde, drei fliegen wir nicht nur zum ersten Mal in die Südsee, sondern lernen auch ein ganz besonderes Mädchen kennen, Joe. Zeig mal her. Wir lernen uns an der Strandbar von Nick und Cassie kennen. Wo habt ihr das her? Gefunden. Im Laufe der Zeit lernen wir sie halt kennen und merken, oh, eigentlich ist sie total nett und in Ordnung und braucht halt unsere Hilfe. Letztes Jahr hat es ja auch einen Sturm gegeben und dabei alle Fischerboote zerstört. Wir brauchten dringend Geld. Hines hat es uns geliehen und reingelegt. Sie braucht Geld für ihr Dorf und dann helfen wir ihr dabei, einen Schatz zu finden, damit wir ihr Dorf retten können. Wo geht ihr hin? Dein Dorf retten. Und der Dick ist wahrscheinlich von Anfang an, findet er die schon cool, weil ich meine, das ist ein Mädel, das zeigt, also zeigt, wo es lang geht. Sie ist sehr selbstbewusst und mutig und sie kann total gut klettern und alles. Für Dick ist Joe nicht nur eine neue, coole Freundin, sondern er verliebt sich auch in sie und das führt zu einigen peinlichen Situationen. Sag mal, alles okay? Hast du einen Krampf oder so? Der ist manchmal total komisch drauf. Übrigens, sehr schwul. Ich bin echt cool aus. Ich stehe dir super. Ich glaube, am Anfang ist es eher von Dicks Seite. Und dann irgendwann sind wir in so einem Wasserbecken, wo so ein Wasserfall ist. Und dann kommt es so langsam auch von ihrer Seite. Habt ihr es dann? Wir müssen weiter. Kommt! Und den Dick finde ich auch total cool, weil er ist witzig und schlau. Schon mal was von Schlangengift gehört? Oh, für Toxine, natürlich. Das Gift dieser Schlange führt zu einer 20-minütigen Lähmung. Du meinst zu einer neuromuskulären Paralyse? Wie auch immer. Fünf Freunde, drei. Ein großes Abenteuer und die erste große Liebe. Bald bei euch im Kino. Warte, ich mach das schon. Ich hab's ja nicht nur hier. Fünf Freunde, fünf Freunde.